Unterscheiden Sie Kontrolle und Controlling. Was ist Kontrolle und was ist Controlling? Kontrolle ist vergangenheitsbezogene Überprüfung. Man kann nur etwas kontrollieren, das schon fertig ist. Es wird erst fertig gemacht und dann wird es kontrolliert. Und das vorherrschende Prinzip ist hier das Ordnungsprinzip. Das heißt, man überprüft zum Beispiel Belege, ob sie richtig ausgefüllt sind, ob sie das richtige Datum tragen, solche Dinge. Ja? Vergangenheitsbezogene Überprüfung nach einem Ordnungsprinzip. Und Controlling bedeutet Steuerung bezogen auf ein Erfolgsziel. Controlling ist also Gegenwart. Wo sind wir jetzt? Damit geht es immer los. Gegenwart und Zukunft. Ja, Sie können, wenn Sie hier ein Bild haben wollen, eine Analogie, was Ähnliches, können sich Ihr Autonavigationssystem vorstellen. Sie stehen in Hamburg mit dem Auto und wollen nach München. So, das ist Ihr Erfolgsziel. Sie wollen nach München, sagen wir München zum Hauptbahnhof oder sowas. Ja, dann geben Sie das in Ihr Navigationssystem ein. Was macht das Navigationssystem zunächst? Es analysiert, wo Sie jetzt sind. Gegenwart. Wo sind wir jetzt? Ja, geht nicht anders. Wo sind Sie jetzt? Aha, in Hamburg, da und da. So, und dann Steuerung in Richtung Zukunft. Sagen wir, in 8 Stunden oder sowas werden wir in Hamburg sein. Das ist unser Erfolgsziel, das ist Zukunft. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.